Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Resurrection. Ich bin's, der Black, und wir locken einen wieder auf dem Server. So hier. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, wo die Koordinaten ungefähr sind. Und zwar, ich muss jetzt zu x555 und z-420 ungefähr. Vorher nehme ich mir ungefähr mal ein bisschen was zu essen mit und hau ungefähr noch mal ein bisschen was rein. So. Achso, habe ich noch eine Kohle reingehauen? Ist ja schlau. Das hier, das kommt nochmal mit raus. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Hier der Macerated, der hat ja... Habe ich irgendwas in der Nähe, was mich töten könnte? Nein. Gut, dann einmal so. Einmal hingesetzt. Noch ein anderer fertig, da hinten, jawohl. Mal die zwei Mukus, die ich unten habe, oder drei hoffentlich wieder. Mal wieder nacharbeiten. Glücklicherweise sind wenigstens immer zwei da. Also ich verstehe nicht, warum die immer sterben. Haben die nicht genug Platz oder was? Dass die sich gegenseitig umbringen müssen hier. Soll ich euch eventuell noch... Ja, mittlerweile seid ihr ja drei, das ist schön. Das heißt, ich nehme mal die eine weg hier. Tut mir leid. Was muss, das muss. So. Macht mir keine Schande. Nö. Okay, hier. Das ist durch. Wir haben noch erstmal den Tintenfisch. Und dann rohes Rindfleisch hätten wir noch. Heißt, das wird definitiv nicht reichen. Hopp, hopp. Futter ich gleich mal den Tintenfisch auf. So, durfte wieder ein bisschen hochheilen. Das ist gut. Okay. Guck mal, ob das dafür den Rest reicht. Und ich wollte mir noch ein paar Spitzhacken machen. Guck mal, ob das mit dem Volks geht. Dazu brauche ich ein paar Stickies. 1, 2, 3, 4. Oh, es regnet nicht mehr. Na, wunderbar. Und so. 1. Nein, das Zeug ist also eindeutig. Keine Ahnung, was das ist. Handaxt. Also das geht wahrscheinlich nur bei Crack Tech. Okay. Wollte ich nur wissen. Hätte ja sein können. Hier geht's raus. Ja, ist auch Crack Tech. Das ist auch Crack Tech. Aber die müssen doch funktionieren. Die habe ich doch schon mal vercraftet hier. So. Und, so, so. Ja, da kriege ich nur wenigstens eine Saphir-Axt raus. Das ist gut. Das hier wieder raus. Die blöde Brille. Auch. So. Okay. Oh, hier habe ich auch noch zwei Kistchen. Also, weißt du. Mit Kisten mülle ich mich schon wieder mal zu. Aber das kennt er ja nicht anders von mir. So, gut. Die noch mitnehmen. Lup. So, liege. Lalalala. Jetzt müsste nur noch jemand anders. Jawohl, perfekt. Perfekt. Ich wollte mal I, nicht I. Also, welche Richtung hatte ich gesagt? 500. 300, 200. 100. So, hier, ja, da ist noch ein bisschen Mini-Zombies. Hallo, kleines Babylein. Tschüssi. Mistvieh. Hass ich. So, also 400 noch, was wollte ich, ne? 400, ne, 500 hatte ich gesagt. Das heißt erstmal hier in die Richtung. 500. So, der Server könnte ein wenig lecken, juhu. 548. So. Da oben. Und der Stefan, beziehungsweise halt Gamble die Frau gemeint. Auch der, wie hieß er denn? Der Flo noch mit, genau. Den ich in der dritten Folge so schön anzünden durfte. Lass mich mal hier durch, bitte. Dankeschön. Okay. Da ist eine Meru. Zap, zap, zap. Ah, der Weg ist so lang. Mal etwas sprinten, dann kommen wir vielleicht ein bisschen schneller voran. Drüben hat sich auch jemand zu niedergelassen. Da drüben springt er rum. Hihi. Oh, guck mal an. Hat er den da hochgebaut? Auf jeden Fall nicht schlecht. Sieht cool aus vom Weiden, muss man sagen. Das sind Bäume. Ich war 500, ne? 500 hatte ich gesagt. 500 und... Minus 400. Ui, da habe ich noch ganz schön Weg vor mir.
Uiuiuiui. Wie kommt er auf die Koordinaten? Habe ich andere Koordinaten oder was? Ja, bescheuert. Wäre das erste Mal, dass mir sowas hört. Also, dass ich sowas höre. Hopp. Warum ich den Hammer mitgeschleppt habe, weiß ich auch nicht im Übrigen. Aber, naja, er könnte sich eines Tages als nützlich erweisen. So, okay. Also, wir sind bei 500 und jetzt in Minusrichtung. Genau. 555 habe ich gesagt. 400 steht da. Gut, perfekt. Also, beziehungsweise habe ich mir aufgeschrieben, nicht gesagt. Gesagt habe ich, glaube ich, nur 500. Ist egal. Also, jetzt haben wir den halben Weg doch schon geschafft. Das ist toll. Da freue ich mich. Hallo ihr. Kommt mal mit. Weil, wie gesagt, Tintenfisch kann man essen. So, und gegessener Tintenfisch und das andere Zeug, das kann ich auch noch gut verwenden. Hihi. Habt ihr schon Ideen? Habt ihr schon Ideen? Aha, soll keiner sagen, dass ich nicht Ideen hätte. Meh. Tiere gibt's glücklicherweise genug auf dieser Welt. Das heißt, sollte kein Problem. Ich laufe verkehrt. 58, 59. So ist richtig, ja. Ja, hallo. Genau. Lalalala, ich habe mich schon wieder verirrt. Aber das kennt ihr ja von mir. Im Prinzip war die letzte Folge fast umsonst, wenn ich nicht den einen Spawner noch gefunden hätte. Weil das Zeug, was ich hier haben wollte, das gab's ja nicht. Sauerei. Aber naja, gut, was willst du machen? Kannst du machen, nix, musst du gucken zu. Hui, hui, das wird nix. Was ist das denn hier? Kohle direkt an Lava, das ist mir nicht ganz so gut. Viel lang. Ich bin schon wieder zu weit. Aber jetzt sehe ich wenigstens da hinten das Soundcraft-Vium aufleuchten. Das ist schon mal was wert. Ist das dasselbe übrigens, wo wir waren? Nee, J ist ja hier die Karte. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Nein, das ist ein anderes. Deswegen habe ich das nicht gefunden, weil da einfach ein anderes ist, eiskalt. Na ganz klar, dann ist das ja auch kein Wunder. Ich muss nur mal, vielleicht hätte ich mal ein Boot machen sollen oder sowas, wäre vielleicht schlau gewesen, aber es geht auch so. Es geht auch so. Im Übrigen, wie gesagt, diese Aufnahme habe ich für 4 Folgen so angelegt. Das muss das mal reichen, weil wie gesagt, ich bin ja noch sehr weit in der Vorproduktion, deswegen ja, zählt's nichts. In der nächsten Aufnahme, wenn wir dann mal farmen gehen, könnte ich eventuell wieder so eine Dingsfolge machen, eine Timeslap-Folge, weil dann ist ja, dürfte eigentlich eine Woche vorbei sein. Und ja, ist schade, zumindest am Anfang nicht, gerade bei GregTech, weil es ist ja doch extrem, was man hier zu laufen hat und zu verarbeiten und so überhaupt. So, okay. Ich glaube auch, dass das, was ist das denn? Schwarze Suppe. Entweder das ist Öl oder irgendwas anderes. Und in die beiden Fällen gehe ich erstmal nicht rein. So, wo bin ich denn eigentlich schon wieder? 51, 53, ja okay, ich laufe in die richtige Richtung, das passt ja schon mal. Was ist das? Der Vulkan. Hier waren wir glaube ich auch, das war glaube ich auch die Ecke. Ich habe quasi also da drüben eine neue Thaumcraft-Biom mir erschlossen, weil ich dachte hier diese Ecke wäre es gewesen, wo ich, jeniger welcher, mich ständig hin und her gearbeitet habe, weil ich hier die ganzen Dinge abgefarmt habe. Entsprechend könnte es natürlich sein, dass da drüben noch welche wären. Wäre eine Option wert, da einfach mal nachzugucken. So, 420. Ist schon zu weit. Und 500. So, da in die Richtung, also hinter dem Vulkan da ungefähr. Okay. So, 420 und dann müsste ich hier eigentlich theoretisch rüber. Könnte mal hier, komm. Das geht aber lang. Muss nur aufpassen. Wie gesagt, so ein Vulkan hat es an sich, dass da auch mal Lava sein kann. Ich muss durch den Vulkan. Hinter die Welt. Dort finde ich mein Zeugs. Was hoffentlich hält. Nein, ich bin kein Tokyo Hotel. Braucht ihr keine Angst haben. Es war nur Spaß. Könnte ich ja gleich die Kelly Family singen. Kommen wir denn dahin? Und ich habe schon wieder meine Fackeln vergessen. Ach, ich bin ein Rindvieh. Naja gut, da wo ich hin will, sollte eigentlich ausgeleuchtet sein. Weil wie gesagt, da war ja schon jemand vor mir.
Und ich hoffe, das klappt jetzt auch. So. Da hinten. Ich laufe auch richtig. Okay. Lalalala. Einfach mal durch hier. Oh, das dauert aber auch. Wie groß ist der blöde Vulkan? Müsste doch bald Licht zu sehen sein. Nicht weiterlaufen? Ich glaube schon. Lalalala. Hä? Wieso geht die jetzt? Ging der jetzt einfacher? Ich weiß auch nicht. Das kam mir jetzt vor, als würde der auf den letzten paar Metern einfacher gehen, der Basalt. Naja. So, jedenfalls haben wir hier ein schönes Loch durchgebuddelt. Ne, wir haben kein Loch durchgebuddelt. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Habe ich mich runtergebuddelt? So, also da ist der Ausgang und da der andere. Na, das war ja schlau, wie ich mich hier gebuddelt habe. Okay, hier kam ich, glaube ich, raus. Habe ich mich hier reingebuddelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das ist, glaube ich, die Seite, wo ich rauskam. Okay. Aber ich bin hier verkehrt abgebogen. So, wo ist die andere? Home? Also muss ich eigentlich in die andere Richtung. So, hier. Ach, weißt du was? Das ist doch Blödsinn. Warum gehe ich jetzt nicht außen rum, wenn ich mich schon da an der Seite rausgebuddelt habe? Weil hier doch Basalt ist. Okay. Mann. Das schaffe nur ich. So, muss mal gucken, ob ich auch in die richtige Richtung laufe. Nein, tue ich wahrscheinlich nicht. Ach, ich darf mich halt nicht verirren. Okay, ich baue mich... Regel 1, baue dich nie wieder in Basalt ein. So, richtiger Stein brauche ich nicht. Tinnohr brauche ich eigentlich auch nicht. Warum nehme ich dann mit? Weil ich gierig bin. Aus keinem anderen Grund, ich bin gierig. Lelelelele. So, also 450 haben wir wieder. Andere Richtung. Das muss hier theoretisch in der Nähe sein. Hier theoretisch in der Nähe war eine Schlucht. Ich kann nur keine auf der Karte sehen. Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. Aber vielleicht ist er das weiter drüben. Ja, das ist er. Hier muss ich runter. Irgendwo. Hier zum Beispiel. Okay, sieht doch gut aus. Runter sind wir schon mal. Hier irgendwo war ein Eingang. Und wenn nicht, machen wir uns einen. Lalalala, lass mich mal hier raus, bitte. Marmor, den wollte ich zum einen mitnehmen. Da nehmen wir auch mal einen Stack oder zwei mit. Gucken wir mal, was wir so zusammenbekommen. Ah, mit der Spitzhacke wird es langsam ein bisschen eng. Aber was willst du machen? Ich hätte mir halt doch noch mal ja mitnehmen sollen. Erstmal hier. Lalalala. Ach ja, so ist das, so ist das. Ich glaube, ich werde heute mal wieder ein bisschen überziehen. Weil wir uns durch den Berg gebaut haben, wie die Wilden. Was so wunderbar funktioniert hat. Glaubt man gar nicht. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Pferdchen im Galopp. Den Marmor, den brauche ich im Übrigen, ja, zum Marmorisieren sozusagen. Also, was heißt ein bisschen überziehen? Ich bin ja eh noch ganz schön nah dran an den 20 Minuten. Bei Minecraft Resurrection ist es ja so, dass die Folgen sowieso auf 20 Minuten ausgelegt sind. Weil bei Feed the Beast war es eh immer so, ja. Also, bei Feed the Beast Lite war es eh immer so, dass da zwar 15 Minuten drauf standen, aber am Ende immer 20 Minuten geworden sind. Weil man halt so viel machen wollte. So, hier war derjenige, welcher Weg nach unten. Und hier ist das Zeug, was ich haben will. Oh, die brauchen lang. So geht's besser. Und hier. So brauche ich mir nämlich keine Schienen bauen. Weil, wie gesagt, wenn ich mir so eine Railcraft-Dingens bauen will, also Railcraft-Anlage, dann sollte natürlich logischerweise auch entsprechend Schienen da sein. Sonst wird's doof. Ohne Schienen kein Weg. Ich sollte mal umbauen. Wo ist denn Koppel? Ich habe doch gerade welchen gesammelt. Da.
Machen wir das mal so. Runter können wir immer noch. Hoffe ich mal. Nickel. Nickel brauchten wir dann auch nicht für irgendwas. Ich nehme sie mal mit. Und niemals nach unten bauen, gerade so tief. Sollte man das eigentlich wissen, Herr Black. Aber nein. Plopp, plopp. Okay. Hier sind wir. Ah, hier klingt es nach Spinnenspawner irgendwo. Also zuerst mal wollte ich hier haufenweise von den Schienen haben. Haufenweise heißt zumindest ein Teil. Small Gold Ore. Ach, komm her damit. Aussortieren kann ich immer noch. Und dann hinterher brauchte ich noch ein bisschen roten Stein. Ich weiß aber nicht mehr, wo der genau war. Ich grab mich erstmal durch Dungeon und dann sehen wir weiter. Aqua Infused Stone. Also Thaumcraft Troik. Nee. Thaumcraft. Kannst mich erstmal. Erstmal bist du nicht Ziel meiner Angelegenheiten. Übrigens, ich glaube, ich muss, aber das mache ich dann in der Pause, mal hier oben das Fenster ein bisschen runterstellen. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten Aufnahme auch gemacht, aber habe es jetzt vergessen, nachdem ich den Server resettet habe. Also, beziehungsweise nicht in der ersten Aufnahme, sondern in der ersten, als ich es erste Mal installiert hatte. Aber man denkt, ja eben nicht immer an alles. Wie es so schön ist. Hopp, hopp. Zack, zack. Das ist Marble. Zink. Irgendwo hier. Zink. Ist, glaube ich, ein Spawner. Würde auch das Spinnennetz erklären und das Gezische. Okay. Wir machen aber erstmal hier weiter. Ich will wenigstens ein Stack voll haben von dem Zeugs. Wenn es zwei Stacks wären, wäre ich jetzt auch nicht böse drum. Das ist Marble. Marble will ich nicht. Ich will Marmor, weil Marmor sieht besser aus. Und ist scheinbar in den Texturen hier von dem Texture Pack mit enthalten. Eventuell werde ich mal noch ein zweites quasi, oder von dem Resource Pack besser gesagt, ein zweites mit dazufügen, wo ich dann da auch ein bisschen besser hinkomme. Zebratrizzi, was ist das? Das raus. Ich kenne dich noch nicht. Asche. Sag mir nicht, dass du nur Asche rauskommt hier. Dann lasse ich dich nämlich da, weil dann brauche ich dich momentan noch nicht. Dann geh mal wieder weg hier. So, Zeppel-Peppel-Rau-Ohr. Hier auch. Glossoru-Rala-Ohr, kenne ich nicht. Hier war auch noch kein Dü, wie es aussieht. Ziemlich dunkel für Dü. Für nicht Dü. Lass wieder raus und wir nehmen U. Crushed Glossolar-Ohr und wieder Asche wahrscheinlich. Ja, Asche. Und was auch immer sonst noch. Naja, gut, okay. Dann lassen wir das Zeug mal hier. Das raus. Und hier hätten wir ein Nickel-Ohr. Nickel nehme ich mit. Nickel nehme ich mit. Komm mir, was da wolle. Garnerit, Kobaldit. Das gucke ich mir auch noch an. Kobalt-Ingot. Naja, das kann ich auf jeden Fall schon mal erwirtschaften, sozusagen. Das heißt, das könnte ich mitnehmen. Das Garnerit wollte ich gucken, was das noch ist. Zuckerrohr brauche ich jetzt eigentlich nicht. Weiße Wolle. Ach komm. Nein. 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 Nickel. Nickel. Nickel, 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 also Garnerit und Nickelohr nehmen wir mit. Fuck. Ja, voll die Minecraft-Skills wieder. So, Nickel, Stein, Garnerit, Kobaldit, Stein, Nickel. Ich habe, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, ich habe keine Fackel mitgenommen. Ich bin eine Rindvieh, wie es im Buch steht, aber es, ja, tut mir leid. Kann ja auch nichts für, bin halt blöd. Tandelnied. Was ist das schon wieder? Stone Dust. Pelandit. Nickel. Okay. Scheinbar könnte man auch viel Nickel gebrauchen in nächster Zeit. Dann Kohle lasse ich da mal da. Bruchstein können wir den hier aushauen. Haben dann das Pyrolusit.
Magnese? Nee. Grossular, hatte ich das schon? Nee, das will ich nicht. Das hatte ich schon. Hatte ich das noch nicht abgebaut, das Tanzanit hier? So, hopp. Grossular-Uhr, nee. Spessarit. So, Auch nicht zu gebrauchen erstmal. Dann tun wir es erstmal weg. Später kann es uns eines Tages nützlich werden. Jetzt nicht. Zack, zack, zack. Oh, scheiße. Kupfer. Kupfererz. Spessarit war kein Kupfer. Aber ich baue mich erstmal wieder hoch. Das Kupfer kann ich jetzt eh nicht mitnehmen. Wo bin ich denn runter? Hier. Und ich denke mal, ich werde auch erstmal hier aufhören. Es ist eh zu dunkel. Ich muss nur gucken. Wo ging es denn wieder raus? Hier oben irgendwo. Okay. Nee, nicht hier. Ja. So, hier hinten ging es nicht weiter erstmal. Das heißt, wir gehen auch hier hinten erstmal nicht weiter. Wir wollten eh erstmal nur die blöden Dinger hier haben. Die da. Das ist der Hauptgrund, warum wir hier sind. Small Gold. Kann ich das wieder mitnehmen? Ja, das habe ich noch einstecken. Grossular nicht. Small Nickel. Nickel habe ich ja so gefunden. Dann kann ich das Small Nickel mal da lassen. Small to pass. Ah, ist das dunkel. Lalalala. Schlau wie ich bin. Wie gesagt, keine Fackeln mit. Hier irgendwo sind Viecher. Also irgendwo ist ein Spin-Spawner und eventuell eine Kiste dazu, aber ja. Erstens, Kiste, ja, seht ihr ja, gerade ein bisschen schlecht. Und zweitens, Spawner ist auch gerade ein bisschen schlecht, so. Weil ich sehe nichts, ich kann den auch nicht ausleuchten und ich krieg den wahrscheinlich nicht abgebaut. Insofern ist das nicht so günstig. Okay, wir hauen mich ja mal ab. Oh nein, nicht gerade du. Scheiß Viecher. Ich hasse die Viecher. Vergiftung 26 Sekunden und gleich kriege ich noch eins von was anderem auf den Deckel. Ist doch immer so. Ich habe Angst. Ist die mal vorbei? Ja, ich denke schon. Zumindest ist die Folge vorbei. Ich hoffe, wir überleben das. Das ja, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.